So, und auch heute startet der Tag ganz entspannt. Wir haben schon 1:30 einen Pooltag gemacht. Bisher, man sieht es noch nicht, auch hier ganz klein aufgeblasen. Ein paar Luftmatratzen, das ist eher nur so ein kleines Ding. Und jetzt geht es gerade ans Mittagessen. Das Dessert ist schon serviert: Wassermelonen und Quark mit Banane und Nektarine. Und Mama, Papa und meine Schwester essen Ei mit Nudeln und Schinken. Und ich habe irgendwie nicht so Lust drauf und mache mir deswegen hier ein belegtes Baguette mit noch schönen frischen Tomaten. Und was ich noch gar nicht hier thematisiert habe, was mir sehr gut schmeckt, ist hier Aiwa. Ich tippe mal, man spricht Aiwa aus. Ajwa kann ich mir schwer vorstellen. Oder vielleicht verbessert mich. Also, ich kann kein Kroatisch, aber anhand der Bilder würde ich sagen, Paprika, Tomate und Aubergine ist drin. Ist auch das, was man eigentlich im Supermarkt immer dazu bekommt, im Supermarkt, im Restaurant dazu bekommt. Zum Fleisch und was auch immer. Und ja, das habe ich jetzt hier großzügig drauf. Da kommen jetzt noch die Gurken drauf. Und dann gibt es eben das Obst als Dessert. Und ja, je nachdem, was heute Mittag ansteht. Heute ist noch so der wärmste Tag. 40 Grad hat es aktuell. Ab morgen soll es die nächsten Tage ein bisschen schlechter werden. Deswegen sind wir noch so am Vorplan, was wir wie machen. Also ihr werdet dann natürlich später wieder mit dabei sein. Und ich, beziehungsweise wir, lassen es uns jetzt erstmal schmecken. Ich dachte mir, bevor wir jetzt gleich aufbrechen, schweren Herzens zeige ich euch noch hier meine komplette Gym-Ausrüstung. Extra meine Kniebeugenschuhe mit, kleine Handtücher für Fitnessstudio, meine Sporttasche, Handschuhe, Schienbeinschoner fürs Kreuzheben. Alles wird unbenutzt bleiben, da es eben kein Gym hier in der Nähe gibt. Heute Abend, ja, nicht mehr alleine, sondern eben jetzt zu zweit. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, wollte ich euch zeigen, welche Luftmatratzen es also gibt. Hier, morgen, ich bin schon ganz heiß. Bundesliga geht los, beziehungsweise ihr seht das ja Freitagabend, da wird dann, ja, der Fernseher eingeweiht. Ziemlich cool ist sowas hier von der Telekom, habe ich auch nicht gesehen. Hier nochmal alles auf Skorpione überprüft, waren keine da, auch wenn sie nicht tödlich sind oder nicht besonders giftig für den Menschen. Und wenn wir jetzt hier mal rausgehen, seht ihr hier links gleich unser Luftmatratzenarsenal. Ich bin auf die erste, das ist so eine stoffähnliche, ich denke, ihr kennt das. Und das andere, ja, so andere, die halt die anderen benutzt haben. Jetzt alles aus dem Pool wieder rausgeräumt, dass der hier in aller Ruhe filtern kann. Und morgen, wenn dann Fußball geschaut wird, ich habe es euch ja schon gezeigt, wird auch dieser Grill eingeweiht. Ich muss euch gestehen, wir sind an diesem Tisch noch gar nicht gesessen. Gefrühstückt haben wir immer oben, dass man nicht alles runtertragen muss, aber wenn dann morgen gegrillt wird, gibt es hier die Premiere. Dann wird das erste Mal hier unten gesessen, sofern das Wetter mitspielt. Ich hoffe, das wird der Fall sein. Und wir brechen jetzt auf. Ich weiß noch gar nicht, was der Familienrat ausgemacht hat, wo es genau hingeht. Aber wenn wir dann da sind, dann werde ich es euch natürlich zeigen. So, jetzt wird aufgebrochen. Wir fahren ein ganz, ganz kleines Dörfchen, wo es eine schöne 6 Kilometer lange Strecke anscheinend zu laufen gibt. Ich hoffe natürlich, dass auch wenn das Dorf klein ist, eine Eisdiele zur Verfügung steht. Meine 2 Kugeln tägliches Eis müssen am Start sein. Und ja, dann schauen wir mal, wie es zum Laufen ist. Ganz draufgängerisch wird das Ganze mit nicht diesen sexy Badelatschen, die so besser sitzen, gemacht, sondern ich habe mich für meine Flipflops entschieden. Ich habe gesagt, ich riskiere es. Ich kann mit denen echt gut laufen. Ist bei der Hitze für mich einfach angenehmer als so, ja, klassische Schuhe. Auch wenn ich natürlich ein paar schöne Nikes dabei habe. Schauen wir mal, wie es wird. So, und zwar weiß ich jetzt, wo es hinging. Und zwar ist es nach HUM gegangen. HUM. Beworben, oder es steht auch im Internet so mit, der kleinsten Stadt der Welt. Gibt 2 Angaben, die eine sagt 17 Einwohner und die andere 20. Und ja, das wartet hier so vor uns. Es wurde auch gleich kassiert am Parkplatz. Ihr seht, es stehen mehr Autos da, sodass es gleich mehr Einwohner gibt. Mir werde mal ein bisschen reinlaufen und dann melde ich mich gleich nochmal. So, und hier sind wir jetzt an einem bekannten Kupfertor hier in HUM. Und zwar sind das 12 Täfelchen oder Abschnitte und die beschreiben die Entstehung der slawischen Schrift. Also wenn man hier hingeht, sieht man mal hier so eine 1, eine römische, eine 2, eine 3. Also mehr Infos, bin ich ehrlich, habe ich das leider nicht zu, was genau für was steht. Aber finde ich doch, sieht recht, ja, imposant aus. Immer noch ein kleiner weiterer Einblick von HUM. Da vorne gibt es ein Apartment und hier alles in Steinoptik. Kann man nach unten laufen, überall so kleine Infotafeln, wo sogar auf Deutsch steht. Ein kleines Restaurant gibt es auch, wo wir nachher wahrscheinlich ein Eis oder einen Kaffee trinken werden. Jetzt gerade eben in der Kirche, wo ich es nicht machen, waren wir in der Kirche drin. Hier gibt es doch so eine Art, ich weiß es nicht, ob es der Glockenturm von der Kirche ist oder was anderes. Und wir werden jetzt hier den Bereich unten noch erkunden. Also auch hier, wer in Kroatien ist, im Istrien, im Landesinneren sehr zu empfehlen, auch im Auto wirklich gut zu erreichen. So, wir sind zurück aus HUM und ich dachte, ich nutze den Moment hier ganz oben auf der Terrasse
euch zu sagen, dass es jetzt bald soweit ist. Die Ladies treffen bald ein. Eine halbe Stunde, dann sollten sie da sein. Wir haben es noch rechtzeitig zurückgeschafft. In Home noch kurz was getrunken. Ich kann hier mal schwenken lassen. Auch wenn die Sonne mich verdeckt. Ich habe euch den Ausblick ja schon mal gezeigt. Aber hier unten eine Luftmatratze im Pool ist schon mega. Man könnte natürlich auch überlegen, dass man von hier oben in den Pool reinspringt. Aber ich denke, mit 1,40 Meter wäre da nicht tief genug. Ja, heute Abend gehen wir hier in der Nähe in eine Pizzeria essen. Ist hier mit Abstand ein absolutes Highlight anscheinend. Wird sogar in Google geführt mit 4,7 Sternen von 5. Scheint also wirklich gut zu sein. Und ich denke, vielleicht gönne ich mir auch mal eine Pizza. Bisher nie eine Pizza genommen, immer nur die Reste von den anderen gegessen. Waren meistens so ein, zwei Pizzastücke. Ja, warum keine Pizza? Klar, irgendwie ein bisschen der Fitnessaspekt, auch wenn Urlaub ist. Aber jeder, der den Sport macht, weiß, ja, dass es nicht immer so leicht ist. Zumal ich ja zwei Wochen noch gar keinen Sport mache, komplette Pause. Und dann, ich konnte essen wie ein Scheunendrescher. Kann ich ehrlich sagen, wenn ich essen wollte, was ich will, dann würde ich so aussehen wie früher auf meinem Brennerchen 13-Kanal. Von daher, ein bisschen der Zügel ist immer da. Für manche vielleicht krankhaft. Ich bin ehrlich, ich kann es auch nicht mal im Urlaub ablegen. Aber dazu dann vielleicht mal auf Brennerchen Fitness, wenn es den Kanal dann gibt. Mehr. Genau, ich denke, ich werde mich nachher nochmal melden. Und hier einfach nochmal ein schöner Gruß mit 18 Uhr, halber Sonnenuntergang. So, in wunderschöner Abendkulisse. Im Hintergrund seht ihr uns und alle anderen sitzen in einer Pizzeria. Die Damen, also meine Schwester und meine Freundin, sind gut gelandet. Und jetzt ist es schon fast 10, also ein bisschen später als sonst, und wir essen es hier, ja. Ich habe mir eine leckere Pizza gegönnt, die erste, bisher nur die Reste gegessen, davor noch einen Salat. Und an der Stelle würde ich mich für den heutigen Tag auch verabschieden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, auch wenn es wieder ein bisschen entspannter war. Morgen gehen wir wahrscheinlich am Meer, ans Meer. Am Abend wird Bundesliga angeschaut, habe ich ja schon gesagt, dann wird gegrillt. Und ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch unterhalten, und wir sehen uns dann morgen Abend um 18 Uhr wieder. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao.